Und damit herzlich willkommen im Testsektor. Ich bin euer Doomsday. Willkommen zu meiner Let's Play Session zu Call of Duty Vanguard. Wie in den letzten beiden Call of Duty Teilen möchte ich auch dieses Mal die Kampagne spielen von Call of Duty. Es wird Let's Play Sessions geben. Ich weiß noch nicht, wie viele. Ich vermute mal drei oder vier werden es wohl werden. Mal gucken. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir zuguckt dabei. Und ja, legen wir los mit Call of Duty Vanguard, der Kampagne. So, ich hoffe, ich habe alles eingestellt ordentlich. Ja, sieht gut aus. Ja, los, hopp. Hier wollen die Kampagne. Und was? Neues Spiel. Ja, ich habe schon einmal kurz reingeguckt gehabt. Also den Anfang, zumindest ein Intro, mehr aber auch noch nicht. Und wir spielen auf. Ja, ich denke mal auf normal. Ich will ja nicht andauernd sterben, das wäre auch irgendwie nicht so cool. Und wir beginnen die Kampagne von Call of Duty Vanguard. Let's go. Nazi-Deutschland. Der letzte Vorstoß ins Herz der Finsternis. Die SOI hatte uns sechs unter meinem Kommando aus einem Grund rekrutiert. Um die Daten zum Projekt Phoenix zu bergen. Dem letzten Atemzug des Dritten Reichs. Eine zusammengewürfelte Koalition von alliierten Kommandos, die dahin zielte, wo der Feind am verwundbarsten war. Dies sollte unsere erste und einzige Mission sein. Ablauf 1945. Seht euch das an! Höllische Welt! Wer will sie retten? Los, wie dann? Los geht's! Showtime! Oh, du bist immer im Spiel. Aber ich will vorher noch mal kurz bei den Einstellungen gucken. Denn ja, wie ich dachte, ist die Musik ausgestellt, weil im Multiplayer ist die Melodie so nervig. Bisschen höher drehen. Machen wir mal 20. Jo, das lassen wir so. Let's go. Glaubst du, wir schaffen das? Wenn wir den Zug sichern, haben wir eine Chance. Action-Pattern, ja. Wie gesagt, es ist diesmal leider kein Test. So, was heißt leider? Es wird ein komplettes Let's Play geben, aber halt in Sessions. Also ich weiß nicht, wie lange die gehen werden. Das wird sich zeigen. Wer geht voran? Der Rest bleibt in der Nähe. Letztes Mal war ich leider nicht so begeistert. Sollen angeblich auch Hakenkreuze geben. In der deutschen Version. Also allgemein jetzt Deutschland. Gäbe vom Waggon aus Deckung. Denk dran, sie sollen uns nicht kommen. Sie können uns nicht sehen, wenn sie tot sind.
Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg, die sich mehr oder weniger an die wahren Begebenheiten hält, aber auch Freiheiten nimmt. Uns was übrig, Novak. Wir haben die mich jetzt mitbekommen. Das reicht. So viel zur geheimen Mission. Dann machen wir jetzt noch die harte Tour. Auf den anderen Zug und die Krautfresser flankieren. Der Kill geklaut. Auch eine Möglichkeit, einen Laster loszuwerden. Ich weiß auch noch nicht, was denen ihre Mission zu machen ist. Aber das werden wir schon noch erfahren. Oh. STG? Die nehme ich. Jetzt hier geschossen. Scheint Sturz zu sein. Den anderen Zug. Hey, Novak! Sieh dir das hübsche MG auf dem Laster an! So, wartet mal kurz. Mal kurz mal was gucken. Dass hier alles so eingestellt ist. Ach, sehr ruhig. Ein Moment. Hört man mich überhaupt? Hallo? Ja, mich hört man. Weil mir gerade irgendwie eine komische Anzeige angezeigt wurde, das sah merkwürdig aus. Aber alles okay. Das heißt, wir können weitermachen. Ein bisschen lauter machen mich hier. So, jetzt besser? Jo. Gut, dann weiter im Text. Let's
die Reifen schieben. Novak hat noch einen Laster zerstört! Sehr lang aus. Ich glaube, die ist rausgefallen. Und jetzt? Ist drüber, oder? Ja. Oh. Sorry. Lass mal auf die eigene Kamera schieben. Ihn wollte ich eigentlich nicht treffen. Ach, cool. Er kann die Dinger echt nicht leiden. Du gibst doch nur an, Novak! Hier für euch. Novak hat einen verdammten Konvoi ausgeschaltet. Das ist die leichteste Methode, ein Auto loszuwerden. Okay, mit erledigt. Das ist ein verdammt langer Zug, muss mal erwähnen. Verdammtes Halbkettenfahrzeug! Pass auf das Gewehr auf! Ich greife von der Seite an! Hol dir die Leute! Ist Rich in diesem verdammten Panzer? Und das war frech!
erschieß den Lokführer! Ist tot. Ich führe den Zug nach Hamburg. Ziel aktualisiert. Die Gleise teilen sich! Spring, Soldat! Spring, Soldat! Ich war zu langsam. Scheiße! Ja, ich komme! Die Gleise teilen sich! Spring! Das hätten wir. Teufel auch. Wo wir so gründlich beschossen wurden, will der Befehlshabende uns vielleicht sagen, worum es geht? Die U-Boot-Basis ist unser letzter Stopp. Sobald wir drin sind, sichern wir das Ziel. Er will, dass wir es sichern, aber sag nicht, was es ist. Kingsley hat von Anfang an rumgedruckst. Das hier ist keine Ostereiersuche, oder? Ja, Mann, was steckt dahinter? Wissen wir nicht genau. Du meinst, die beschissene SOI weiß nicht genau? Wisst ihr was? Ich gehe die Bremse ziehen. Wir haben nur einen Namen. Phoenix. Also wissen wir nicht mal, wogegen wir kämpfen. Das ist unsere Mission. Es rausfinden. Die SOI sagt, die Deutschen schaffen was Großes aus dem Land. Könnten Dokumente sein. Enorm wichtig. Wir sollen sie uns schnappen. Wenn es so wichtig ist, warum schicken sie keine Armee? Tun sie. Uns sechs. Junge, wir gehören nicht zur selben Armee. Wir sind nicht mal vom selben Kontinent. Ruhig, zurück! Warum wurden wir für diese Selbstmordmission ausgesucht? Sechs Spezialisten wurden ausgewählt, die Krautfresser schnell und unbemerkt zu erwischen. Das kann keine Armee. Zu laut, zu langsam. Richard hat recht. Sie rechnen nicht mit uns. Rein und mit den Papieren wieder raus, bevor sie was merken. Versteht jeder den Plan? Ich schieße auf Nazis. Sie sterben. Das ist mein Plan. Der Eingang ist. So, warte geht's. Infiltrieren Sie gut. Schnappen wir uns die Papiere, bevor die Deutschen was mitkriegen. Bleiben wir mal beim Schallgedämpften. Ich gebe vom Waggon aus Deckung. Verdammt! Ich hasse Hunde! Wenn es getoppt, schaltet sie auf! Boah, was? Der Hund braucht nur einen Angriff und ich bin tot. Okay. Der Eingang ist hinter dem Papierbahnhof über die Gleise. Schnappen wir uns die Papiere, bevor die Deutschen was mitkriegen. Ich gebe vom Waggon aus Deckung. Verdammt! Ich hasse Hunde! Wenn es hinter uns kommt, schaltet sie auf! Es war schade um den Hund, Hunde, aber naja. Was willst du machen? Achtung, der Zug! Wenn ich bis hierhin, um unter die Räder zu kommen. Ey, keine Nähe. Bewegung! Alle rein da! Ey, das war ich nicht. Wurde mir geklaut. Recht. Verdammter Mist, ich sehe nichts! Die kommen schnell raus! Aufgepasst!
Kugel. Als Stuttgart. Noch jemand? Na los, Leute! Oh, Munition. Oh, was war das? Die Tür da links! Je mehr, desto besser! Die Korn nehme ich gerne. Hat aber kein Scope. Munition mitnehmen. Such den Kommandoraum! Das muss er sein! Jackson, die Tür! Oh, da ist doch Hakenkreuz. Haben eine heiße Party verpasst. War wohl ein eiliger Abschied. Ach, das ist eine Multiplayer-Map. Ah, hier drinne kann ich nicht schießen oder anvisieren. Muss ab und zu mal nach rechts gucken, nicht wundern. Ah, das sind einige. Bauen hier anscheinend U-Boote. U-Boot-Werft. Hä? Ach, da. Phoenix, wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also worauf warten wir? Zeit für die schweren Geräte. Klingt schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt? Ja und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phoenix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine, dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Ja, deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei, geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Webb, Novak, ihr kommt mit mir. Wir nehmen das Boot ein. Jawohl, Sir. Machen wir. Arthur scheint auch der Anführer zu sein, kann das sein? Wir geben euch vom Steg aus Deckung. Und suchen nach einem Weg hier raus. Schießt nicht auf uns oder wir lassen euch hier. Ja, dann macht euch kenntlicher. Schaltet sie aus, Novak. Was daneben? Als ob. Es ist Zeit! Bewegung! Wir gehen auf der Deckung! Oh, schon ein Headshot. Ah, die Karte gefällt mir. Wir haben keine Zeit mehr. Das U-Boot fährt gleich ab. Feindliches Maschinengewehr. Oh, der trifft doch verdammt gut. Ey, ey, ey. Kein Zielwasser getrunken heute, echt. So ein scheiß Visier.
gut. Muss man hin, da hinten hin. Hallo, ihr steht im Weg. Meine Fresse. Da haben wir ins Wespennest gestochen. Wenigstens gibt's diesmal kein Minenfeld. Los, wir brauchen so diese Papiere. Nate, nehme ich auch gern mit. Keiner mehr. Ich nimm's zurück. Oh, was? Zwei Kugeln nur. Ich sollte nicht so vorstürmen, wenn da ganz viele Leute kommen. Keine gute Idee. Erwähnt ihr schon mal, dass ich nicht zielen kann? Ich weiß ja, nicht zielen kann. Alter, duck dich doch nicht, wenn ich schieß. Oh. Was ist das jetzt? Die war anscheinend nicht vollgeladen, kann das sein? Schon hin? Da hinten hin. Das ist das Übung im nächsten Stock. Wir sind klar dran. Ja, schenke ich euch. Eh nicht. Solange ich nicht da bin. Alle Nazis tot. Alles klar. Sie haben die Kiste auf das U-Boot verladen. Gebt uns Deckung. Gehen an Bord. Viel Glück, Leute. Ich suche uns einen Weg hier raus. Da ist die Luke. Jetzt gilt es. Es wird bestimmt voll sein mit Nazis. Suchen ja? wir die Kiste und verschwinden. Richard, gib Rückendeckung. Nova, du gehst voran. Die Augen nach vorne. Was ist der denn? Wir müssen das U-Boot aufhalten! Keine drin, ich renne. Deckung! Deckung! Beseitige sie! Du bist okay? Das muss das Kommandozentrum sein. Machen wir die Luke auf. Bleib bei mir. Werfe Granate! U-Boot. Gesichert! Was ist denn der Erledigt! Erledigt! Also irgendwie kein Mündungsfeuer, mein Freund. Los! Du bist der Safe-Knacker. Wärst du so freundlich? Na klar. Arthur, die Sirenen sind aus. Das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Granate, Achtung! Novak! Novak! Ich bin froh, dass es eine Blendgranate war. Keine richtige. Wait. Ah, ein Russen. Pretunculus. Australien.
auch. Hi, Proper. Du. Tu es schon. Nein, wie köstlich. Du hältst dich für britisch. Ein Cambridge-Mann durch und durch. Es ist wirklich stillos, die Stimmung zu ruinieren. Beethovens Sonate Nummer 4 ist exquisit. Sie verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Nicht wie du. Darf Danege etwa auch Befehle geben? Und ihr befolgt sie dann? Du weißt, wie es ist, von einem Schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er hat Sinn für Humor! Bitte, fahr fort. Du bist Rheinländer. Vermutlich aus Neustadt? Während der Besatzung waren Franzosen, die aussahen wie ich, mit Waffen in deinen Straßen. Mit euren Frauen. Das höre ich, wenn ihr euch unterhaltet. Charmant. Wir haben euch geschlagen. Hörst du die Bomben? Wir schlagen euch wieder. Schlagen. Schlagen. Eine interessante Wortwahl. Wie ich schon sagte, jetzt tu es schon. Ja, das möchtest du. Dich selbst opfern, damit du ein Held bist. Ich bin nicht hier, um dir das zu geben. Ganz im Gegenteil. So, ich? Ich hab doch nichts gesagt. Um euch Kindern zu geben, was ihr verdient! Aua. Räumt es weg. Den Rest in den Laster. Wir können sich auf jeden Fall sehen lassen. Armer Kerl. Leute sterben. Leute sterben, wenn das Kommando Mist baut. Wie zum Teufel ist das Arthurs Schuld? Das geht auf ihn. Und Wade. Der Bastard lässt sein Team setzen. Du hast recht mit Wade. Wenn der sich blicken lässt, bringe ich ihn selbst um. Oh ja, beschuldigen wir einander statt die Deutschen. Uchodźcie mężka im szkoły ego. Nasze ego się w uniesie nie postrzedało. Soll mich das etwa beeindrucken? Ganz ruhig. Jest auch egal. Friesinger tötet uns sowieso alle. Friesinger? Der Nazi. Der Mörder von Novak. Ist wohl ein Freund von dir. Wir kennen uns. Oh ja? Wer genau kennt? Friesinger! Arthur bringt uns hier raus. Wie? Weil er dein Kumpel ist? War er nicht immer. Aber ich sah ihn in Aktion. Man verliert Männer. So ist der Krieg. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Wenn du führen willst, musst du lernen, wie es ist, Männer zu verlieren. Dass sie im Vertrauen auf dich sterben. Es gibt nur einen Weg, diese Lektion zu lernen. Mein erstes Mal war am D-Day. Einmal herhören!
unser Ziel bis zum Morgengrauen erfüllen. Und es scheint, als wissen die Krautfresser, dass wir kommen. Wir haben nur eine Chance, die Küstenartillerie zu demolieren. Wenn wir versagen, scheitert die Invasion morgen. Ich habe euch hierfür ausgebildet. Lasst euch von der Navy nicht vorführen. Erobert die Kasematten! Sprengt die Artillerie! Und zeigt mit Leuchtsignalen an, dass ihr fertig seid! Okay, jetzt geht es. Wir kennen das ja. Aufstehen! Einpicken! Bereithalten! Wir sehen uns unten! Wunderbaren Sequenz werde ich jetzt erstmal die erste Session beenden. Es kann sein, dass ich heute Abend noch mal eine mache, aber wie mir gesagt wurde, ist mein Ton etwas leiser, wenn ich rede. Deswegen muss ich da mal gucken, ob ich das umgestellt kriege. Und ja, ich bedanke mich trotzdem, dass ihr jetzt erstmal zugeguckt habt. Das Video wird später auch auf YouTube hochgeladen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, die dann wahrscheinlich auch länger gehen wird, dann, weil jetzt war ein bisschen kurz. Aber ja, so ist es halt. Ich gucke, ob ich das gefixt kriege. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday im Testsektor.